Du schwächelst, Alter. Was ist los mit dir? Du bist so müde, was? Lieber Matze. Ich hab Montag. Du hast Montag? Du bist immer Montag. Ich hab extrem Montag. Da war montags müde. Da war der Fußball zu viel gewesen. Ich war nur ganz kurz da. Du hast nur ganz kurz. Ich hab dich aber zwei Spielzeiten da gesehen. Ja, sonst bin ich ja. Also, nee, stimmt nicht. In der ersten Spielzeit hast du irgendwie eine halbe Stunde gefehlt. Was? Ja. Da hab ich mit dem Vorsitzenden gequatscht. Ach ja, ja. Du solltest mir einen Sekt bringen. Ja, kannst mal sehen. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und Lutze natürlich hier bei Bockheide News TV. Die Sonne scheint mal gerade nicht. Matze kriegt jetzt nicht mehr hin dieses Jahr, habe ich aufgegeben, diesen Spaß. Ist einfach viel zu müde dafür. Einfach nicht so viel trinken beim Fußball. Ich habe nicht getrunken, ich war nüchtern war ich. So, fangen wir mal an. Was haben wir denn so schön? Und zwar... Blau wirst du auch nur, wenn du Luft anhältst, ne? Ja, eigentlich große Feier eigentlich angesagt. Denn heute, genau heute, haben wir nämlich nicht vergessen, lieber Stefan. Wo ist die Blaskapelle eigentlich? Ja, wo ist denn die Rumbumbo? Heute vor 30 Jahren hat nämlich der liebe Stefan Rüde Mösentin beziehungsweise seine Familie das Fliegerheim wieder übernommen und zu neuer Blüte geführt. Das draus gemacht, was es jetzt ist. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Von uns. Von uns natürlich und ich nehme auch an von den Restborkeidern. 30 Jahre jetzt wieder im Besitz der Familie Rüde Mösentin und was richtig Schicke draus gemacht, kann man nicht anders sagen. Auf die nächsten 30. Genau, die jetzt Toni stemmen muss. Ja, hat er nun davon. Ja. Der wird uns noch im Rollstuhl dann immer dann die Treppe hochtragen müssen. Füttern dürfen. Füttern muss der uns auch, genau. Jo, und da, wo die einen kommen, müssen die anderen gehen, Matze, nicht? Wie man hier sehen kann. Traurige Angelegenheit. Ja, haben wir letzte Woche vergessen. Mea culpa, ich bin schuld. Aber natürlich erwähnen wir es jetzt hier. Eine Institution, die nach langen Jahren jetzt geschlossen ist. Die Quirlis, die Kindertagesbetreuung. Letztlich... ja, schade, denn in Deutschland klappt es nicht so mit der Kinderbetreuung, beziehungsweise es bringt nichts, wenn man sowas macht und das Geld dann auch noch mitbringen muss. So viel zum Thema, könnte man sich jetzt auslassen, mache ich aber nicht. Ja, stundenlang eigentlich, über viele Sachen, aber wir wollen nicht. Geschlossen. Schade, denn es werden immer mehr Kinder hier in Bockheide und Umgebung. Ja, dann müssen halt die Kindergärten entsprechend angepasst werden. Und die Statistiken sollten mal in Brandenburg etwas besser gepflegt werden. Ich schweife ins Politische ab. Wir wünschen jedenfalls dem Team der Quirlis weiterhin alles Gute im Leben, was auch immer sie jetzt machen. Sandra und Ines. Ja. Und viel Glück weiterhin, dass ihr noch Spaß findet und Arbeit, die sich auch lohnt. Also ihr lohnt hat sich höchstwahrscheinlich schon, entsprechend den Kindern gegenüber. Von dem Geld wollen wir jetzt nicht reden. Richtig. So, du Spinner. Nein, es gibt genug Spinner. Ach so, es gibt genug Spinner. Spinner, ja, und Spanner. Spanner, ich war Spanner heute. Du warst Spanner heute? Klar, ich war mit der Kamera im Gebüsch. Ach so, ja, guck mal. Willst du mal das Ergebnis sehen? Hier, da. Was ist das denn? Ja, das ist ein Schmetterlingsflieder. Und die Hummeln wissen natürlich noch nicht, dass es ein Schmetterlingsflieder ist. Denen gefällt es genauso. Ach so. Und Schmetterlingsflieder, wer ihn noch nicht kennt, der riecht, wenn man in den Blüten riecht, wie ein ganzer Honigtopf. Na gut. Ich habe mein Handy übrigens nicht leise gemacht. Ist immer, hat schon wieder angerufen? Es ist Urlaub, immer noch. Ich werde Urlaub. Gleich erwähnen, wer mir eine WhatsApp geschickt hat. Das kann ja wohl nicht Privat-Triathlon. Wahr sein. Privat-Triathlon. Am 16.8. startet hier ein Sportevent in privater Organisation. Das sind so 8 Teilnehmer. Und zwar macht der Volker Barucki einen kleinen Triathlon. Der ist ja ein Sportfanatiker. Und dem fehlen so richtig die ganzen Events am Bergwitzsee und überall in der Gegend, die ganzen Triathlon-Veranstaltungen. Also hat er sich gesagt, am 16.8., 9:30 Uhr am Netzener See geht's los. 1 Kilometer schwimmen. Lutze, wir beide sitzen im Begleitboot, weißt du das? Nee, da kommen wir nicht hinterher. Hast du gesehen, wie schnell der eben geschwommen ist? Wie sollen wir das machen? So schnell können wir nicht rudern. Ja, wir gehen unter Wasser auch hinterher. Nee, wir haben einen Motor. Ich habe noch einen Motor am Carport hängen. Das ist gut. Den nehmen wir. So kommen wir noch hinterher. Die sind so schnell, wir können da nicht so schnell paddeln. Ich glaube, die schwimmen da eine halbe Stunde, Kilometer eine halbe Stunde, oder? Nee, brauchst du keine halbe Stunde. Ich schon. Also ich gar nicht, aber doch ungefähr. Ja. Na, mit Umziehen rein und raus und dann aufs Fahrrad und dann fahren sie nach Bockheide bis zum Volker nach Hause in Sonnenwinkel. Dort ist die große Umziehstation und dann geht's weiter ab durch den Wald hier hinten. Also wer dann so gegen 10:30 Uhr hier Beifall klatschen will im Sonnenwinkel, dann ran an die Strecke und
wie Beifalt. Wir werden den Termin nochmal bekannt geben, immer mal, bis es soweit ist. Sag nochmal, 16.8. 16.8. ist ja nicht mehr so lange hin. Es ist jo, weiter geht's mit Sport, und zwar Sportabzeichen. Sportabzeichen. Hast du ein Sportabzeichen? Da steht noch DDR drauf. Ja, so alt ist schon. Das kriegen wir das nochmal hin, neu? Nee, ne? Kannst du noch Kopfstand? Ja. Und mit den Ohren wackeln dabei? Ich kann auch, haben wir letztens zu Hause geübt, Augen zu und auf einem Bein stehen bleiben. 10 Sekunden, nicht umfallen. Du hast in der Ecke gestanden. So. Das ist so. Ja, ein schlechter Tannenbaum. Ja, Gesundheitswoche. Im Rahmen der Gesundheitswoche 2020 möchte der KSB, Kreissportbund und der BSV 90 unter Beachtung der Hygieneregeln, selbstverständlich, am 29.08.20 ein Sportabzeichen von Tag von 11 bis 14 Uhr durchführen. Und die normalen Sportgeschichten finden auf dem Sportplatz statt. Mhm. Und der Bereich Schwimmen, der wird natürlich bei uns im Waldbad gemacht. Kannst du denn schwimmen? Ich habe dich noch nie im Wasser gesehen. Dieses Jahr war ich, ehrlich gesagt, noch nicht. Es hat schon mal ein Jahr gegeben, wo ich komplett nicht im Wasser war. Da hatte ich so viel zu tun. Mhm. Dieses Jahr, ich denke mal, nächstes Wochenende wird es soweit sein. Das erkläre ich aber nachher, warum. Mhm. Jedenfalls sind alle eingeladen, diesen Tag mit einem Sportabzeichen zu Ende zu bringen oder so, unter Anleitung abzulegen. Und das Sportabzeichen findet auch bei vielen Krankenkassen in den Bonusheften Anerkennung. Und einladen tut natürlich der Sport, der BSV 90 und hier im ganz Besonderen der John-Peter Dorster, Gemeindevertreter der Gemeinde Borkheide und Schatzmeister von Borkheider SV 90 e.V. Ja, da kommen wir noch an die Kohle irgendwie, oder? Wir müssen uns mal ganz lieb mit dem halten. Der hat Geld. Brauchst du Geld? So, und wer sich da noch genauer informieren will, kann sich hier www.deutschesportabzeichen.de Service sportabzeichen-erwerben/erkundigen. Hast du das Bildchen schon richtig eingeblendet gehabt? Das bunte Bildchen, ja? Hast du? Gut. Das Bildchen? Hast du das nicht gesehen? Ja, sonst musst du es jetzt nochmal einblenden. Das war wieder so schnell. Das war drin. So, das war das. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Sonntags. Endlich mal war wieder was los. Die Pferdeboxen waren aufgestellt gewesen vor der Weide. Futterboxen vor dem grünen Klee, vor dem grünen Rasen auf dem Sportfeld. Und dort gaben sich die Ehre der SV 71 Busendorf und der BSV 90, die Männer vom BSV 90. Und wir sagen das mal so, wie es war. Es ist Busendorf sehr, sehr schwer gefallen, Borkheide in die Schranken zu weisen. Sie haben nur 5 Tore reingekriegt, die Busendorfer. Welche Spiel hast du gesehen? Nur 5. Ach so. Und 2 Tore hat Borkheide geschossen. Nur leider, irgendwie haben sie das mit den Toren verwechselt, weil die haben das eigene Tor genommen, wo sie draufgeschossen. War vielleicht einfacher. Es ist ja auch gerade die Zeit, wo das Erdmagnetfeld wieder tauscht, von Nord nach Südpol und umgedreht. Vielleicht kommt das schon die ersten Augen. Ja, wir hatten trotzdem Spaß, wie man hört. 0-7 leider ausgegangen für den BSV 90. Dafür war es aber ein Testspiel, was man jetzt analysieren kann. Es war ein Testspiel, genau. Und das war eigentlich schön gewesen, hat Spaß gemacht. Und wie ihr hier auch sehen könnt, waren tatsächlich so abgeteilte Corona-Boxen für Abstand. Haltung. Und wir konnten endlich mal wieder raus und wir haben auch gar nicht groß gefilmt und kein Interview gemacht. Aber hier seht ihr übrigens das erste Tor, nachdem ich dann aufgehört habe zu filmen. Ja, das habe ich schon mit übergeblendet hier, Matze, weil wir haben ja keinen Ton dazu. Ach, das machst du jetzt erst. Das mache ich mit rein. Und dieses Bild hier, ja, der hübsche junge Mann, ja, lieber Paul, nochmal nachträglich, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. War cool gewesen. Ja? Ich bin zu früh weg, ich feiere das nächste Mal nochmal. Matze, dein Handy hat sich schon wieder gemeldet. Das ist die Wetterinformation. Das war die Wetterinformation? Hm. Kriegen wir jetzt schlechtes Wetter? Los, sag an. Was ist los mit dem Wetter? Kriegen wir jetzt endlich Sommer? Guck mal, also heute ist ja noch ein bisschen bedeckt. Wir haben noch so ein bisschen Westwetterlage. Ja. Das heißt, alles, was übers Meer kommt und ein bisschen Wolken herschaufelt. Die Wolken werden uns die nächsten 3-4 Tage noch ein bisschen begleiten. Da ist der Sonnenschein ein bisschen geringer am Tag. Die Temperaturen aber trotzdem. Nach dem Dienstag gehen sie so ein bisschen runter auf unter 25 Grad. Bleiben um die 23 Grad. Aber Richtung Wochenende, ab Freitag, dreht der Wind Richtung Osten so ein bisschen. Und dann kriegen wir wieder Temperaturen um die 25, 26, 27, 28 Grad mit Sonnenschein. Und das ist der Moment, wo ich ins Wasser gehe. Du glaubst es mir nicht, das ist mir auch vollkommen egal. Ich hätte das böse Wort mit SCH fast gesagt. Aber tue ich nicht. Badewasser. Badewasser. Ansonsten stecken wir den Tauchsieder ins Schwimmbad rein. Das ist ja auch ganz normales Doing. Das glauben die Leute auch, dass wir dann Tauchsieder reinstecken. So, gut. Haben wir uns kurz und knapp gehalten?
Ich muss mal gucken, ob mein Akku noch ausreicht hier. Ich kann eben die ganze Zeit gegähnt. Wenn ich jetzt so mache, musst du dann auch nochmal gehen? Ja, du steckst mich immer an. Okay, jo, das war's für heute wieder. Montags, Bockheide News TV. Wie immer hier vor der Kamera. Wir sehen uns übrigens. Wir waren richtig sortiert heute, ne? Hast du es gemerkt? Wir haben alle Themen drin und wir haben nichts vergessen. Ich hoffe. Kriegen wir hinterher zu erfahren. Wenn es wieder zu spät ist. Du musst jetzt gleich wieder hinterher noch ein Video dran schnipseln, wie beim letzten Mal, ne? Matze sagt Tschüss. Tschüss. Und Lutze sagt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Montag. Nächsten Montag. Okay, bis Montag. Ich guck mal. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Es kommt Montag nach Sonntag. Meistens. Wenn du aber so viel gehst, nicht verschläfst. Okay, tschüss.